Geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Zur Paniksituation total schlecht, stelle ich mich ja gerade irgendwie an. Mensch. Oh. Und wieder von oben. Wie viele es sind? Es nee, sind 64er sein. 64er ist es, richtig. Von vorne, von hinten. Bei 64 Leuten, ja, da ist natürlich ordentlich was los. Das Problem dabei ist ja eigentlich, dass man manchmal so blöd spawnt, dass man ja quasi schon vor dem Gegner steht. Richtig. Also wie jetzt. Ja, gut zur Hälfte gut ausging. Einen getötet und einen ja, angeschossen. Nicht gerade perfekt, aber okay. Es scheint, sind wir ja gerade oben auf den Schienen ziemlich viele. Von uns oder von den Gegnern? Hey. Das klingt ja ganz gut. Wanderratte 8 erledigt. Oder 11 erledigt. Nein! Och! Müsste ja auch ein Deutscher sein. Boah, wie kann ich nur sagen? Ich glaube nicht, ich bin hier gerade. Ich muss hier kurz weg, ich muss hier kurz weg. So, was haben wir denn? Oh, das war mal. Nein, au! Eliminiert! Bornmann ist gleich schon fast tot hier. Aber wenigstens. Sehr schön. Wie sagt man? Der Endsieg. 11-8. Na gut. Aber 9-9 meine dafür, ich. Dafür, dass es nur 9-9 sind, ist es ziemlich viel Punkte. Ja, sehr viel Kills hier durch Niederhaltung, beziehungsweise Punkte durch Niederhaltung und Assists gekriegt. Ist natürlich nicht schlecht. Den kann man ja machen. Es zählt ja im Prinzip auch nur die Teamstatistik. Mehr richtig. Oder weniger, naja gut. Sollte schon Kills haben, damit man da gewinnt, aber gerade wiederbeleben und so bringt ja auch ziemlich viel fürs eigene Team. Das stimmt. Ja, wie lange haben wir schon? 13 Minuten. Würde ich sagen, da geht auch noch mal. Kommt dann gleich jetzt die nächste Runde. Richtig. Und wir versuchen uns nochmal an den Kanälen. Hat ja bisher ganz gut funktioniert. So, jetzt probieren wir mal was ganz anderes hier. Sturmsoldat mit. Na, was nehmen wir denn? AIK, aber der AIK kann ich irgendwie am besten mit umgehen. Das passt schon. Medikit. Mit der AIK will er hier in den Krieg ziehen. Natürlich Sprint als Squad-Bonus. Ist ja im Prinzip das Einzige, was ich habe. Ach, jetzt. Ich schieße jetzt schon so wieder im Feuerstoß, weil ich das von der M4 gerade gewohnt war. Granate. Ja. Wenn man sich dann an die einmal gewöhnt hat, dann. Ja, es ist aber wirklich so. Man braucht eine Eingewöhnungsphase. Gerade mit einer komplett neuen Waffe ist man wirklich auch erstmal schlecht. Merke ich zumindest. Schwule. Kann man das nicht merken, dass sie jetzt automatisch ist? Was? Du bist doch auch ganz schön lange davon geschießen. Ach, das. Bitte nicht. Die Ecke hier gefällt mir gerade ziemlich. Ich hab ihn gesehen. Weil gerade ziemlich viele Gegner kommen, die man einfach so töten kann. Klingt doch nach einem lukrativen Geschäft, aber gegen eine P90 habe ich dann keine Chance. Sniper auf dem Kran. Mal wieder. Mal wieder, ja. Da hat sich ja anscheinend was verändert hier.
Ist ja gut, Leute. Die rasten hier gerade völlig aus in diesem komischen Container. Sie rasten auch. Da hat ja hier jeder jeden angeschossen. Oh, das war schon ein Gegner. Ei, und das war die M249, die mir da ordentlich den Hintern versohlt hat. Ich würde ja gerne mal hier ein bisschen jemanden verarzten und ein bisschen mehr Medic spielen, aber... Ist schwer hier, ist wirklich schwer. Ja, es sind so viele Gegner, aber praktisch kaum eine Chance. Bitte. Aber die sehen mich auch gerade gar nicht. Das ist schon... Na gut, jetzt... Hat er wieder hier den Crisis-Bug ausgenutzt? Welcher Crisis-Bug? Ja, mit der Tarnung. Ach du mein... Ach so. Ja, das war der Ultra. So. Quatsch. Ich da Defibrillator. Das Medikit. Hast du dir übrigens schon den Trailer zu besagtem Spiel angeschaut? Ja, hab ich natürlich. Ja. Ja. Also wenn es so wie Crisis 2, das sieht ja im Prinzip noch mit sehr nett aus von der Grafik. Also, ja, so wie ist ne, so Alien-Shooter mehr oder weniger. Bin ich nicht so der Fan von. Spielen kann man so. Das ist nicht eins. So, jetzt aber hier den Defibrillator ausgepackt. Eieiei, und ich bin hier genau quer übers Feld gerannt. Ist die Gefahr so gegangen. Aber ich merke, in F2000 komme ich nicht gegen die P90 an. So, da ist noch. P90, wann gibt es eigentlich eine P90? Ab Stufe 40, glaube ich. Ab Stufe 40, gut. Werde dann im nächsten Video ungefähr sehen, wenn ich dann mal 50 habe. Da ist ja gleich noch einer. Messer. Hab ich den jetzt? Hab ich das jetzt? Irgendwie gerade meine Tastatur einige kleine... Jetzt werfe ich eine Granate, was soll denn das? Da macht sie sich selbstständig hier. Ja, na, also ich weiß auch nicht, was das gerade war, aber es ist gerade einfach so aus der Deckung gelaufen, ohne dass ich was damit zu tun hatte und die Granate war auch nicht beabsichtigt. Also, hier oben war aber gerade auch ganz schön was ist. Achso, jetzt habe ich natürlich keine Granate mehr. Aber hoffentlich gibt sich das wieder. Da hinten ist noch einer. Oh, noch da. Sehr schön. Die ist ja aufgehalten. Das ist auch mal nett. Die spawnen ja direkt vor einem. So schnell konnte ich nicht nachladen. Das ist momentan hier gerade das Problem. Ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen allein. Wieso steht bei jedem aus unserem Squad Level 1? Oh, das ist eine gute Frage. Bei mir steht das übrigens nicht. Kobe, schau mal da. So, wie sieht's aus? Wo sind wir? Da ist er. Muss mal nachladen. Laden. Da war doch gerade wieder einer. Hilfe bei Kill. Und aus? Nur noch 3 und da ist das Ding gewonnen. Sehr gut. 12-6 ist wirklich wieder Statistik. Jetzt wird es langsam. Jetzt funktioniert das Ganze. Dritter im Team gewesen. Was soll das sein? Ja. Würde sagen, ansonsten. Wie viele Runden hatten wir jetzt? 3 oder 4? Oh, und ich sehe gerade, ich habe den MVP 3 Ribbon bekommen. Das heißt, ich war der drittbeste Spieler der gesamten Runde. Hatten wir jetzt 3 oder 4? Sowohl Gegner als auch bei uns. Wir hatten jetzt 3 Runden gerade gemacht. 3 ist eine sehr gute Zahl, da würde ich sagen. Werden wir uns dann im nächsten Match wiedersehen. Wahrscheinlich auf einer anderen Map, vielleicht auch noch ein anderer Spielmodus. Mal sehen, was so. Werden wir sehen. Kommen wird. Ansonsten, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.